Leute und herzlich willkommen zu einem Server-Update. Ihr fragt euch, zu welchem Server? Das ist der StarCraft-Server hier. Von mir und Mirko, also Community für euch. Hallo, Ruhig da draußen. Wir machen uns die Arbeit und machen für euch einen Server. Wir sind behindert. Nein. Ich möchte euch ein bisschen den Server zeigen. Ja, wundert euch nicht. Ja. Ja, sorry, ist mitten in der Nacht, da sind wir ein bisschen behindert. Also, ihr spawnt hier ungefähr, und dann seht ihr hier die zwei Statuen, Pipapo, von mir und Mirko. Ja, von den Mirko muss die ganze Zeit seinen Skin ändern. Na, ausnahmsweise mal. Hier ist der Park, da müssen die Blumen nochmal geändert werden, die werden nochmal ein bisschen schöner gemacht. Diese Diamantblöcke sind später weg, da sind einfach nur die Games, die wir, haben möchten. Und ist eigentlich auf dieser einen Insel hier was? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube nicht. Weiß nicht, ob ich da schon was hingebaut habe, aber ein paar Einbauen von den letzten Jahren. Na, hier ist nichts. Ne, da war nichts. Okay, dann gehen wir zurück zum Spawn, würde ich sagen, es ich kann einmal durch die ganze Brücke gucken. Ja, ist okay. Ah, okay. Ja, du bist halt immer ein bisschen auf. Man spawnt hier. Ja, ich weiß, muss ich rein. Dann würde ich sagen, zeigen wir mal den Eiffelturm. Ja, ist halt auch nicht ganz fertig. Ja, das. Läuft, der Eiffelturm ist nicht da. Bei mir hat er nicht geladen. Ah, jetzt kommt. Und hier ist er. Hier steht schon das Portal, hier ist der Portal. Ja, Portal. Ihr müsst halt wirklich immer rendern lassen, wenn ihr auf den Server kommt. Weil wir haben gedacht, was einzigartig ist, einfach mal Länderinsel machen. Ist ja nicht so viel Arbeit. Nee. Die sind ja nämlich mal mit Plugins fertig. Bah! Das wird riesig viel Arbeit. Es gibt später, also bei Eröffnung gibt es den Lobby-Server, Skyblock-Server und Game-Server. Gamestar können wir euch gleich was zeigen. Ja, haben wir nämlich schon angefangen, aber ja, der muss gerade noch hochladen, weil wir was neu am Root-Server gemacht haben. Ich würde sagen, springen wir mal runter. Digga. Komm. Oh, fast. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und zeig. Oh. War die Dubai-Insel hier? Nee, ja. Die Dubai-Insel? Mhm. Doch, die war hier. Ja. Ja, wir kennen gerade dieses Länderkonzept nicht mehr auswendig, so es tut uns leid, weil wir haben eine Weile nicht mehr dran gearbeitet am Server, weil wir keinen Bock mehr hatten. Bist du jetzt auch beim Hotel? Ja, ich kann nur nicht so gut mit dem Kompass im Umgehen, so wie du. Merk ich schon. Weg. Oh, hier sind überall Blöcke kaputt. Die Brücke müssen wir nochmal zweidick machen, damit, wenn da Blöcke kaputt gehen, dass da. Oh, Mirko, die ganze Brücke ist kaputt. Tut mir echt leid. Warum? Wegen dem Kompass. Das ist ein Fail, eigentlich passiert da nichts. Dann zeigen wir mal zu klein. Ihr kommt hier rein, pipapo, tralala. Dürft erstmal laufen. Dann geht ihr rein. Dann hier sind zwei Erklärungstafeln fürs Skyblock. Da ich mich hier raustippelt. So, springen wir mal hier runter. So, ja. Hier ist ganz Skyblock. Pipapo. Ihr kommt hier rein, lauft durch das Portal. Wir zeigen euch mal Private Lounge. Mirko, machst du mit? Mhm. Das werde ich niemals betreten können. Hier sind alles Gebäude, Schächte, die wir noch bearbeiten müssen. Es geht bis nach oben. Ja, und oben ist das Geilste. Oben ist wirklich das Geilste der Welt. Das ist unser Fußballfeld. Das. Das müssten wir aber nochmal umbauen. Ja, das ist noch verkehrt. Das müssen wir nochmal. Komm, springen vom Heliplatz runter. Ist das überhaupt möglich? Ins Wasser? Ja, komm her. Arschbombe! Platsch!
Und ja. Dann zeigen wir mal die Insel von Gamserver. Ja. Nehmen wir einfach Maske 10. Ich bin schon da. Du bist doch ein Arschloch. Weiß ich, nur Arschloch sind wir da. Dann zeigen wir euch mal die China-Insel. Hier ist so schöne Mauern, hier kommt noch vor die Mauer, kommt noch was Schönes hin, die Türme sind schön. Dann lila Bäume. Lila Bäume. Dann, ja. So schönes Wasser-Reisfeld-Zeug. Hier überall halt rum die Mauer für chinesische Mauer. Dann hier so ein Tempel in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Dann startet halt das Portal zum Game-Server. Und hier würde ich sagen, machen wir auch einen Cut, denn der Server ladet gerade noch hoch, weil wir mussten was am Root-Server ändern und dann musste ich ihn neu installieren. Würde ich sagen, tschüss und bis gleich. Bis gleich, tschüss. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt kurz im Minigame-Server gedreht und die Welt sieht hier komplett gleich aus, nur dass da schon angefangen wurde, die Blumen zu bearbeiten. Dann würde ich sagen, zeigen wir uns erstmal die erste Insel. Ich mache es einfach mit Speed 10 jetzt kurz. Hier gibt es leider nur zwei Inseln, weil mehr brauchen wir am Anfang nicht. Und dann. Wo bist du denn jetzt? In der Pyramide? Ich bin vor der Pyramide. Ich komme mal rein. So, in die Pyramide rein. Hier geht es irgendwann. Hier muss noch die Treppe nach oben gemacht werden. Jetzt hier schön an der Seite. Hier sind dann noch Lichtbugs. Ja, ein bisschen sehr viele. Aber so ist es halt. Ja, noch behoben. Das ist ja mal ein Plus. Aber auf jeden Fall hier sind schon mal drei Spielmodis online. Also zwei davon funktionieren schon. Slack ist noch in Arbeit. Ja. Hier sind halt dann die ganzen Server-Arenen. Viele. 80 Stück. Wir brauchen immer drei Schilder für eine Arena. Also hier steht dann die Join-Schilder und dann die Arena-Namen. Das wird später irgendwann, wenn ihr genug Leute spenden, sieht das dann so aus. Frei. Ich glaube, so sieht es besser aus, gell? Mhm. Also, so. Ja, aber bei Half ist ja so komplett zugeklatscht. Auf jeden Fall, dann würden es noch mehr Server sein, die hier rangekommen. Irgendwann wollen wir jedes Survival Games nur einen Survival Games Server haben. Ja. Dann kann man da ein Bootsystem einbauen und alles. Hier ist halt die Treppe nach oben. Dort erwartet euch das gleiche dann nochmal. Hier könnten vielleicht auch noch Spielmodi reinziehen. Mit kleinerem Namen halt. Ja. Hier ist echt wenig Platz. Dann gehen wir runter. Dann zeigen wir noch das Kolosseum, oder? Jo. Was ist eigentlich schon für ein Server-Update für diese Woche, weil Megal haben wir nicht gemacht. Also es sieht nicht nach viel aus. Es ist nicht viel, aber es ist nicht viel Arbeit. Ich bin da. Ich komme auch. Das hier Kolosseum gefällt uns noch nicht ganz so, das müsste nochmal bearbeitet werden. Oh. Das ist noch nicht so ganz unterfällt. Hier würden dann Spielmodis, die würden dann hier die Namen stehen, zum Beispiel hier Survival Games. Kannst du es hier mal einfügen? Hast du es noch im Paste-Modus? Ja, warte kurz. Das muss ich natürlich wissen. Mal gucken, ob es klappt. Zeigen wir euch das Ganze. Es kann sein, dass ich Splack habe, weiß ich gerade nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, da würde hier zum Beispiel Splack stehen. Aber das ist ja nicht so, und dann würde man hier unten. Ja, ich kann es also noch tiefer setzen, das ist es nicht. Für den Servern reingehen. Oder zu den Maps. Wenn man es gerne will. Mach's mal wieder an, du. Ja. Gott. Ja. Das war's eigentlich dann schon zum Server. Der wird jetzt noch soweit fertig gebaut. Dann werden das ganze Server-Team abzischen und auf den Skyblock-Server gehen. Und ich werde mich um die Plugins kümmern, solange. Alleine halt, dass ich meine Ruhe habe.
Ohne dass irgendwelche Leute auf dem Server rumfuseln und waseln und irgendwelche Scheiße bauen. Ja. Wie gesagt, viel Feinarbeit ist noch am Server gebraucht. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit Lobbys bauen und alles. Ja. Viel Arbeit. Wir sind noch nicht ganz sicher. Wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Aber wir versuchen es schon so weit fertig zu bekommen, dass wir wirklich Leute drauf können. Ich will gerade wieder zurück zu Pyramide, ich weiß nicht warum. Ja. Aber sonst wäre es das eigentlich gewesen von diesem Server. Vielleicht nächste Woche kommt vielleicht wieder was, vielleicht zeigen wir euch dann ein paar neue Sachen. Aber auch nur, wenn auch was Neues gibt. Ich denke aber, also bis dahin sollte eigentlich was geben. Ja, Mirko, komm mal mit zu diesen Color Matches. Wir können euch ja mal kurz Color Match zeigen, vielleicht noch ganz kurz. So als kleines Band, den Information. Habe ich sogar schon. Am Memphis, guck dir erst Mirko the Gamer. Den ja, das ist so eine Arena, die so heiß wie ich. Da musst du eben per Befehl schalten. Das ist dann so. Das sehen. Start. Mirko the Gamer. So, jetzt geht's los. Das heißt so, ihr habt die Wallblock in der Farbe, in deinem Inventar. Und der ist zum Beispiel orange, da müsst ihr euch da drauf stellen. Was hier jetzt halt noch ist, ich kann ihn hauen. Ja. Und das Scoreboard an der Seite ist ein bisschen verbuggt ab und zu, weil wir halt noch Scoreboard von uns selber haben. Und die Arena wird hier nochmal geupdatet, also da wird drumherum eine Tribüne gebaut und die die Lobby wird nochmal weggezogen. Das wird so, also das wird ganz normal bearbeitet. So. Ja, gut. Dann zeige ich euch jetzt eine Lobby. Ich hatte eine Coup. Nee, die Lobby habe ich noch nicht fertig, leider. Ja. Ich glaube, die Lobby habe ich noch nicht bei keiner Map eingefügt. Das, doch! Hier, geh mal bei Book rein. Das ist die Lobby von dem hier. Gefällt mir auch relativ gut. Da können wir auch nochmal eine Runde spielen. Das ist eigentlich ganz leichtes, simples Spielprinzip. Lol, wie kannst du das alleine spielen? Lol. Ich hab mich zu der Spiel gerade alleine. Kannst auch irgendwie allein spielen. Ja, komisch. Kannst ein bisschen üben. So, ja. Die Maps werden halt noch geupdatet und die Papau. Ja, dann würde ich sagen, das war's auf dem Server-Date. Nächstes Mal mehr. Und das gibt's hier auch in der größeren Variante. Nur die setzen wir nicht so gern auf, weil die den Server zum Absturz bringen. Können. Tun. Immer. Bis jetzt immer haben sie es das getan. Okay. Und da hatten wir immer so ein Connection-Out-Set. Hier ist halt immer Closed und dazwischen, damit man ein bisschen Licht hat. Sieht man eigentlich. Sieht eigentlich relativ nice aus. Ja. Das war's dann mit dem Server-Update. Tschüss. Ja, und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.